Hallo und herzlich willkommen zu unserer Produktvideoreihe Kompakt erklärt. Heute beschäftigen wir uns mal mit Hohlwanddosen. Und ich stehe vor einer Wand, verschiedenste Ausführungen und hätte gar nicht gedacht, dass es so viele gibt. Aber die haben ja irgendwie eine Funktion und einen Sinn. Und welche Funktion die im Einzelnen haben, das erklärt uns am besten unser Leiter Akademie Carsten Austinert. Carsten, herzlich willkommen. Klaus. An unserer Winseries-Wand für Hohlwanddosen. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es gibt einen Typ Hohlwanddose. Ich zähle aber jetzt hier 12 unterschiedliche. Die müssen ja irgendeine Funktion haben. Kannst du uns ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat? Prinzipiell geht es darum, wie tief ist die Dose, kann man was da reinbringen, das ist für dünne Wände gedacht. Wir reden ja von Hohlwanddosen, also sprich die typischen geläufigen Rigipswände zum Beispiel. Ja. Echte Trennwände, da bringst du die ein. Also hier, wie normale Installation, da erkennen wir schon wieder unsere TPE-Elemente, sprich luftdichte Installation, Elektronikdosen. Elektronikdosen nur mit einer Ausführung, das heißt, du kannst die einfalten und kannst sie dann da reinbringen. Ja. Hier Elektronikdose quasi mit einem Trennstich und dahinter kannst du einen Aktor verbergen, zum Beispiel wenn du eine Rollansteuerung hast, der Aktor befindet sich hier, da ist der normale Schalter für manuelle Bedienung. Also das Portfolio haben wir komplett überarbeitet und wir haben einige Sachen auch uns da wieder einfallen lassen, die es so noch nicht gab. Wie zum Beispiel Unterputz kennen wir die drei Schrauben, haben wir hier auch wieder drei Schraubdosen. Das heißt, man kann sich einmal ein bisschen beim Einbau ein bisschen nicht so sorgfältig arbeiten, das passt immer. Und ich habe hier was, es ist so klein, das fällt gar nicht auf. Du weißt ja nie als Installateur, wenn ich zu einer Baustelle komme, was habe ich da für Wände. Es kann ja auch sein, dass ich einen Container habe. Rigipswand ist 12,5 mm stark, das passt mit unseren Klemmen. Aber wenn ich etwas habe, was dünner ist, Container, eine Blechwand zum Beispiel, ich sage mal einfach 0,2 mm, das ist ja nichts sozusagen, dann müsste ich wissen, okay, ich habe eine dünne Wand, da brauche ich eine spezielle Dose dafür. Mit unseren Dosen und mit diesem kleinen Zusatzbauteil brauche ich das nicht mehr. Das klemme ich nämlich einfach. Ich habe hier ein wunderbares Modell mitgebracht von einem Stück Blech, was eine Wand darstellen sollte. Habe ich das Bauteil nicht, komme ich niemals bis zum Anschlag hin, da fehlen mir so 5 mm. Aber mit dem Bauteil habe ich eine schöne Anbindung der Dose an das Blech und dafür brauche ich einfach nur das kleine Bauteil. Das dafür. Und dann generell, wir haben die Breite des Produktportfolios erweitert, mit unserer Elektronikdose ist ein richtig großer Wurf gelungen. Kleinere hier in Auslass für eine Leuchte und. Du siehst die typischen Sachen auch. Habe ich eine Dose falsch eingesetzt? Die ist falsch. Hätte eigentlich eine Luftdichte sein sollen. Dieser typische Luftdichteinsatz, den wir auch schon kennen aus unserem Unterputz, können wir da auch einbringen und so weiter und so fort. Also einmal den großen Rundumschlag gemacht und gesagt, wenn wir es machen, machen wir es auch richtig. Dann machen wir es richtig. Ja, muss ich sagen, bin ich schon wieder mal schlauer geworden. Es gibt mehr als nur einen Typ. Es gibt verschiedenste Typen. Vielen Dank für die Erklärung, für welcher Typ was ist. Und dann würde ich mal sagen, ran an die Arbeit. Bis bald. Tschüss. Danke, Carsten. Tschüss.